Und hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr es schon seht, wir sind heute in Red Dead Redemption 2 online am Start. Und ja, heute geht's mal ein bisschen anders zu. Heute geht's nicht um Kopfgeldjagd. Heute geht's um, ja, ein bisschen jagen, ein bisschen sammeln, könnte man auch sagen. Und auch ein bisschen Schnaps brauen und natürlich auch ein bisschen handeln. Und ja, wie gesagt, das ist heute das Thema. Beziehungsweise das machen wir heute. Ein bisschen handeln. Ja, verkaufen wir ein paar Tierkörper, aber könnte man sagen. Nicht direkt, aber ein paar waren auf jeden Fall. Und ja, sehen wir zu, dass da auch gut läuft, ne? Dass wir mal gut Nahrung da haben. Und auch. Na, jawohl, Digga, den haben wir gut genockt. Ja, und dass es auch immer läuft hier. Und wie gesagt, wir werden jetzt erstmal zusehen heute, dass es richtig läuft. Ja, ihr seht schon oben am Kontostand, da hat sich einiges getan, ne? Aber leider nicht erspielt. Also ich habe jetzt heute Morgen, Leute, als ich online gekommen bin, also bei mir ist jetzt Samstag, ihr werdet das Video wahrscheinlich am Sonntag sehen. Ja, auf jeden Fall, ich habe halt ja mich jetzt vor eigentlich schon 3 Tagen angemeldet bei Rockstar. Und mit dem Prime Gaming habe ich das gemacht. Also ich muss sagen, war nicht schwer, ne? Wenn man Amazon Prime hat, kann man sich das mal gönnen. Ja, muss man dazu sagen, ist ja alles ab 18 von da aus. Aber für so an sich macht es halt echt Bock, Digga. Und ich muss sagen, das bisschen Geld, was man da abgegriffen hat, Digga, das war jetzt nicht schlecht, oder? 1000 Dollar, Digga, mal einfach so auf bar auf der Hand. Das kann sich mal schmecken lassen, ne? Aber heute, das Ziel ist so auf 600 Dollar zu kommen, würde ich sagen. So ein kleines Nebenziel, was wir machen. Ich würde sagen, wir machen mal kurz noch ein vielleicht noch, wenn es die Aufnahme zulässt, ein Kopfgeldjagd, noch mal eine kleine. Ja, ich würde auch ein bisschen abgreifen können. Jawohl, haben wir noch ein paar Raben geknockt hier. Genockt, geknockt. So. Jawohl, Digga. 2 Sternchen. Jawohl. So läuft das hier, Leute. So läuft das hier. So, verstauen. Holen wir uns hier noch die Raben schnell. So. Naja, gucken wir mal. Also, ich habe gerade eben die Meldung erhalten, dass Gips schon fertig ist. Mit der Produktion. Ich habe gestern, was richtig nice war, Leute, Real Talk, ne? Ich bin gestern einfach nur auf Schwarzbrenner-Mission gegangen, wollte einfach gestern noch zuletzt schön gechillt Schwarzbrenner machen, ne? Dann so das typische Ding, bei der letzten Mission, die du vorgenommen hast zu machen, ne? Dann stürzt das Game ab, Alter. Ey, das war so lol. Wirklich, Digga. In der letzten Mission, Digga, willst du gerade den Schwarzgebrannten verkaufen gehen? Ja, moin, dann stürzt das Game ab, man kennt's halt, ne? Und ja, da stand ich da, ja, saß ich halt hier nochmal 10 Minuten länger gefühlt, ne? Nur für die ganze Sache. Und, ja, habe ich dann halt gestern noch ein bisschen Schwarzverband verkauft als letztes und dann auf einmal, ne, random, vollkommen random, Digga, spawnt legendäres Tier da, legendäre Bison, ne. Digga, ich habe sofort drauf gegangen, ne, nachdem ich den abgeliefert hat, den Schwarzgebrannten, sofort drauf gegangen, Digga, schön abgeholt. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel das eigentlich eingebracht hat. Also ich habe gesehen, herstellen, es war schon einiges, was er reingezogen hat, ne. Oh, ist sogar jetzt noch nicht mal voll hier. Also hat nicht gereicht hier die Versorgung. So, verkaufen wir das. Das verkaufen. So, dann noch hier die beiden verkaufen. Da haben wir schon mal ein bisschen Material wieder nachgegeben. Hier 40 Dollar. Ich würde sagen, das lohnt sich noch nicht so viel. Machen wir noch eine kurze Versorgungsmission, würde ich sagen. So, wollen wir uns mal ein bisschen ranhalten heute, ne? Dass wir es schaffen in der Folge. Sind jetzt schon 4 Minuten bald. But you know what the new Crips wants? Yes, tanning supplies. The only gift I need this year. And next year, we'll be millionaires. Ich glaube, das war ein bisschen zu leise gewesen, jetzt seine Stimme. Das war nicht so laut, so wie ich es gesehen habe. Aber ich weiß auch nicht, gefühlt, also ich weiß auch nicht, ne? Der ist halt in der Aufnahme gefühlt so leise, aber an sich ist halt so laut, ne? Alles andere, weil wenn wir jetzt mal hier einfach so mal einfach nur ein bisschen rumballern, da ist es halt auch, ne? Mega laut. Deswegen, ich verstehe es nicht so ganz, warum das so unausbalanciert ist da. Weil ich habe ja daran nichts geändert. So. Hä, hatten wir jetzt nicht Versorgungsmission gemacht? Kurz auf die Karte gucken. Who'd have thought you'd be such a natural at sales? Not me. Gibt's Handelsgesellschaft? Versorgungsmission starten, hat es nicht angenommen. Lol, das ist mir auch noch nicht passiert, Digga, dass er es nicht angenommen hat. Der stand gerade auf dem Schlauch. Hä, war das nicht gerade Mission an dem? Ach ja. So, I think it's time to cut a few corners and borrow some items from one of the local businesses to help speed things along.
Dog eat dog and all that. So, ich habe es jetzt mal kurzzeitig hochgestellt nochmal gehabt. Aber so an sich würde ich sagen, dass es nicht so ist. Nicht so gut läuft bei dem Sound, bei dem. Wieso auch immer. Ich vermute, es liegt so an der Aufnahme, weil an sich im Game ist es halt ausbalanciert, Digga. Bei der Aufnahme ist es halt wirklich zu leise, sein Gerede. Verstehe ich nicht so ganz. Ja, gut, du kriegst ja hier noch eine Streicherhand. Meine Güte. Ah. Digga, ich verstehe es halt immer nicht, Alter. Manchmal verdrecken die Pferde so schnell. Manchmal kannst du durch die Sümpfe reiten, Digga, und das Pferd ist immer noch nicht dreckig manchmal. Wirklich, Digga, so, ja, moin, Logik schon wieder, ne? Emerald Ranch. Ja, moin. Läuft gleich hier vorne. Easy. Also ich habe mir auch mittlerweile so, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp von mir, für also an sich, vom Spielen her macht es halt richtig Bock. Also beziehungsweise, naja, nicht Bock, so an sich, ja, doch eigentlich schon. Aber an sich so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr so halt spielt, also ziemlich viel Farmen tut und so und halt euch drauf konzentrieren wollt mit Lager und Schwarzbrennerei, dann empfehle ich euch, macht so bei Emerald Ranch, Emerald? Oder Emerald Ranch, genau. Macht es einfach hier bei der Emerald Ranch oder Station, kann man eigentlich sagen, ja. Ja, bei der Station eher so drauf konzentrieren, weil, ne, warte mal, wo sind die Messer? Messer, 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 Messer. What? Easy, abgetaucht. Befreit! Befreit! Oh, komm, noch mal rein! Rein! Komm, rein! Jawohl! Oh, oh! Oh! Jawohl! Und rein da! Digga! Mann, ey! Der Typ hat aber auch gefressen wie sonst was, ey. Hier, das Messer hier noch mitnehmen. Zusehen, dass wir hier die Messer wieder einsammeln, ja. So, unseren Hut wieder aufnehmen. Aber hier noch ganz kurzer Real Talk, ne? Digga, das Outfit hier, ich weiß ja, das ist ja eigentlich mit das höchste Outfit, was man sich kaufen kann beim Kopfgeldjäger. Wenn man da die Lizenz hat dafür, sich geholt hat. Das ist das höchste, was man sich halt so holen kann. Von der Kleidung her, was man da freischalten kann. Und ja, da ist es so. Da ist es so, ich habe mir hier die, ja, eigentlich erspielt, ne? Ich habe eigentlich nur ziemlich viel. Ich weiß nicht, die haben das irgendwie umbalanciert jetzt. Also vorher war es immer so $100 hast du für Schwarzgebrannten bekommen und so, ne? Wenn du halt die richtigen Ressourcen hattest, die guten, die richtig guten. Und hat halt immer Tiere, also ja, immer gehandelt, Leute wirklich immer rausgehauen. Und ja, es ging eigentlich relativ schnell. Es war innerhalb von einer halben Woche oder so, war ich halt wirklich bei 500 Dollar gewesen schon. Innerhalb von zwei Tagen Spielzeit habe ich $500 gemacht. Es ging so easy schnell, also wirklich. Das hat richtig Bock gemacht. Und ja, es war relativ schnell dann fertig, sage ich mal so, das Geld dran zu fahren. Und ja, dann bin ich eigentlich relativ schnell dann noch umgestiegen auf den Kopfgeldjägerwagen. Habe dann noch schnell den gemacht. Obwohl ich nicht da empfehlen kann den eigentlich, weil der ist, naja, Digga, der ist schneller futsch, Alter, als du gucken kannst, ne? Gefühlt, also wenn du nicht vorsichtig bist. Das ist echt doof konzipiert, so von den Einstellungen her, muss man sagen. Also finde ich es halt schon besser, wenn man halt ein bisschen anders macht, ne? So, Vorrat, zack, entfernen. Wir sind jetzt schon bei 8 Minuten, ey, und wir haben gerade mal ein bisschen Ressourcen besorgt. So, ich glaube, ich mache dann nochmal kurz einen Cut, wenn wir dann verkaufen gehen. Würde ich sagen. Ja, der Schwarzgebrannte, ich muss mal gucken. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo man sieht, den Schwarzgebrannten, wie weit der ist in Produktion, ne? Mission gesperrt, solange du, jetzt geht's. Ja, irgendwie ein bisschen verbuggt. Ja, aber das ist für weit weg, Digga, das lohnt sich halt nicht. Aber hier steht auch nicht Lieferort, wo das ist. Das ist einfach nur Lieferort fern. Steht halt keine Beschreibung dabei, wo das ist. Na, würde ich sagen, ich reite nochmal kurz zum Lager und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Und gucke ich mal, wie weit die Schwarzbrennerei ist. Und ansonsten machen wir eine kurze Bodenlegermission. Und dann war es das eigentlich.
von der Folge her schon wieder. Aber versprochen, zweiten Teil dann, wenn ich den dann mache, dann kommt auf jeden Fall ein bisschen Schwarzgebrannt verkaufen. Werde ich wahrscheinlich gleich im Anschluss hier aufnehmen, Schwarzgebrannt verkaufen und ein bisschen Lagersachen verkaufen. Ich hatte eigentlich geplant für die Folge, ganz Real Talk, eigentlich nur Vorbereitungen schon abgeschlossen zu haben und dann halt einfach wirklich rauszuhauen. Ich weiß, es ist nicht so ganz spannend, Digga, aber so kleine Fights zwischendurch sind halt schon dann irgendwie spannend, finde ich, ne? Und wenn man es dann noch im Zeitlupen-Raffer macht, Digga, dann ist es halt natürlich auch noch lustig mit. Wenn man da einfach nur sieht, Alter, wie die Pferdchen zack, 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 zack. Ne? Ich habe gesagt, ich wollte einen Cut machen, aber da habe ich einfach angefangen zu reden wieder. Ne? So ist das Typ hier. Naja. Wie gesagt, also ist halt wirklich so, bist einfach wirklich nur so am Durchsprinten und so. Das ist halt ziemlich lustig dann, ne? Ja, ist fast fertig, Mann. Wie viel noch? 95%, aber steht nicht mehr viel, ey. Das ist natürlich bitter. Naja, gut, dann machen wir noch eine kurze Bodenleger-Mission, dann war's das. Dann mache ich aber auch einen Cut rein, weil die Wege sind manchmal ziemlich lang eigentlich. Ja, in der letzten Zeit eigentlich relativ lang gewesen. Da läufst du schon mal so bis zur nächsten Stadt oder so, bis zum nächsten Ort, also. Das ist dann schon ein bisschen weit weg, wenn man hier von Land kommt. Gut, Bodenleger-Mission annehmen. Gut, und ab hier bin ich dann jetzt erstmal kurz raus. We ain't gonna run. We ain't gonna sit here and just wait for them to find us. And you go and remind them how nothing's certain but death and taxes. Minus the second part. So Leute, damit wären wir wieder am Start. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt hier am ersten Point. Der andere ist dann gleich da drüben irgendwo da hinten. Und ja, wir werden jetzt erstmal frontal reingehen und ein bisschen ragen. Und zack. Digga, ernsthaft, Alter, von hinten, wie ehrenlos. What? So, schnell wegpacken, dann wieder rausnehmen. Beide. Natürlich sind die nicht nachgeladen, Digga. Sonst sind sie immer nachgeladen, nehme ich eigentlich. So ein kleiner Geheimtrick eigentlich. Wenn man die reintut in Holz da wieder und dann rausnimmt, dann sollten die eigentlich immer nachgeladen sein. Aber das muss nicht funktionieren, komischerweise. Hä, wo ist denn der Typ? Hä, alles klar, wie viel Schutz in seinem Leben? Na, so ein Killer hat er verdient, Digga. So, das erste haben wir schon mal leer gemacht. Oh, wir haben nur noch 8 Minuten Zeit für die ganze Kacke. Na, das ist dann natürlich ein bisschen heavy, aber das schaffen wir eigentlich innerhalb von 8 Minuten. Innerhalb von 8 Minuten, so. So, schnappen wir uns mal schnell hier noch das Belohnungszeug. Schwarzgebrannten, der ist immer richtig gut, der hier drin ist. Das mit rausnehmen, goldene Taschenuhr mit rausnehmen, Revolvermunition mit rausnehmen und dann war's das schon, Digga. Ah, kein schlechter Stuff drin, ne? So, schnell hier noch hin. Die Ressourcen nicht vergessen. So, Pferdchen, kommst du mal mit wieder. So, hier mal schnell. Zack. Zack. Und noch einmal, zack. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Oh, das wird knapp, Digga. Oh, 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 oh. Schnell, pfeift dir noch mal eine Tonika rein. Los. Gut, Potion ist drin. Noch einer. Digga, er schluckt sein Leben, Alter. Hat der auch eine Potion drin gehabt, los. So, nice, haben wir abgeschlossen, Leute. Das lief doch mal echt gut. Und schön die Musik, Digga. So. Na, ja, das lief doch echt gut, Alter.
So, holen wir uns jetzt noch die Ressourcen ab und dann war's das. Ja, aber ich würde sagen, für die Folge war's das schon wieder. Haben wir gut abgeräumt, haben ein bisschen Kohle verdient, ein bisschen XP gefarmt. Und wie gesagt, im Teil 2 dann gibt's halt richtig gut Kohle. Und dann gehen wir auch richtig gut verkaufen. Hat der nicht eine Maske auf? Hä? Digga, das war ein Bart, Alter. Lol. Na, der fällt auch nicht auf. Naja, auf jeden Fall, Leute, haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, Teil 2 kommt da noch. Ich schätze mal erst nächste Woche, weil ja, mittlerweile ja, lade ich so pro Woche ja 2 Videos hoch. Und zum World of Warships Livestream, den werde ich auf jeden Fall machen. Ich denke mal am Sonntag. Aber auf jeden Fall, haut rein, Leute. Viel Spaß und ciao.